Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.35 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Es ist der 2. August, Montag, der 2. August und ich bin aus dem Urlaub zurück und wir starten wieder mit unserem Box-Trade. Und wir sehen, wir haben am Freitag hier ein Gap. Der Markt hat bullisch hier heute eröffnet und wir haben eine, ja, Big Number 15.600. Achtung, nicht einer meiner Lieblings-Big Numbers. Die haben wir schon sehr, sehr häufig hier getradet, aber wir werden es trotzdem machen. 0,01. Wir können bis zum 10. Trade durchmachen und werden hier diese Big Number traden. Wir messen einmal ab. Die Volatilität 22 Punkte ist okay. Ja, und bin gespannt, wie die Woche hier läuft. Wir bleiben auf diesem Chart, blicken einmal in die Vergangenheit vom Freitag. Was machen die Blue Boxen? Ja, am Abend sehr ruhig in der Mittagssonne 2014/20. Ja, und da ist er dann oben ausgebrochen. Da war noch alles gut und dann gab es da nicht so viel. Gehen wir in die Vola-Boxen rein. Das sind die grünen Boxen und natürlich blicken wir einmal rauf. Wo kommt der Markt rein? Bei 15.614 ist der Forecast. Also 15.614, das wäre also hier in diesem Niveau, wo wir jetzt aktuell uns befinden. Ja, zu 99, das ist also fast ein Big Number Trade. Wie waren die Vola-Boxen am Freitag? Blicken wir mal auf die Vergangenheit. Ich wechsle den Chart mal auf 5 Minuten, dann können wir das besser sehen. So, und wir sehen hier, da hat er ein bisschen gezappelt, aber ist dann nach einem Ausbruch raus, hier rein, dann da raus, hier reingelaufen und da raus. Ja, ich glaube, da hatte man am Freitag gute Trades platzieren können. Also, die Vola-Boxen aber wie immer auch erst ab 9 Uhr werden sie in unserem Chart dargestellt und dann gehen wir auch mit diesen, starten wir auch mit diesen Trades. So, wie jeden Morgen gehen wir wieder auch hier in die großen Zeitebenen rein und verschaffen uns einen Überblick und ich jetzt nach meinem Urlaub erst recht und wir fangen an mit The DAX und fangen an auf Daily Basis und fangen heute an mit der Kinjunsen Strategie. Hier sehen wir die Kinjunsen Linie, die Break Linie findet auf diesem Niveau statt, 15.422, da liegt sie, das gleitende Durchschnitt liegt bei 15.233. Wechseln wir das Template und gehen dann auf unsere Zickzack-Linie, dann sehen wir sind long im Daily, Weekly Long, Daily Long, aber, und aber mit Anführungszeichen, wir haben hier eine Range, das sehen wir hier auf Daily Basis, der Markt ist dort zwischen 15.3 und 15.8. Ja, versucht er sich zu orientieren. Auf 4-Stunden Basis sind wir auch long. Und ich nehme mal die Zickzack-Linie raus hier und gehen auf Stundenbasis long, 30 long, 15 long, 5 Minuten long. Also das heißt, DAX eher heute bullish. Aufpassen, wenn man short in den Markt einsteigt. So, der nächste Markt, den wir hier haben in meiner Rubrik, ist Gold. Und da fangen wir an auf Wochenbasis. Short, Daily Short, 4 Stunden kurz davor short zu gehen, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5. Also Gold eher Short, Öl auf Wochenbasis ganz kräftig Long, Daily Basis und auf Wochenbasis haben wir nach wie vor auch hier, um das mal zu skizzieren, da befinden wir uns in dem Bereich, ein bisschen kleiner da oben, vielleicht kommt er hier wieder ein Stückchen zurück. Daily sind wir Long, 4 Stunden sind wir Long, Stunde sind wir Unentschieden, 30 sind wir short, 15 sind wir short und 5 Minuten sind wir auch short in Öl. Also da ein bisschen unentschieden. Kommen wir zur Technologiebörse. Amazon hat Freitag Zahlen rausgebracht, die nicht so gut waren. Markt ist 8% gefallen.
So, Daily Basis, Technologiebasis, Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Also da sieht das sehr, sehr bullisch aus. S&P 500, Daily Long. Wow, was für ein Strich hier. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30, 15 und 5 Minuten auch Long. Gehen wir weiter runter in meine Märkten und dann kommen wir irgendwann mal zu den Bitcoin. So, Bitcoin auf Daily Basis sehen wir, wir sind jetzt long. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long. 5 Minuten auch long. Gehen wir hier auf die Tagesstrategie Pro und gehen auf Daily Basis. Haben wir hier erneut ein Long Setup. Stop Loss wäre bei 28. Ja, aber die rote Sonne ist dort. Auf Wochenbasis sehen wir, wo der Markt gehalten hat. Und wir fassen hier bei den Bitcoin nochmal die Fibonacci-Linien an. Und so roundabout beim 61er Retracement läuft bei 27.100. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also der Fahrplan, dass er bis zum 61er laufen kann, ist okay. Hier hat er gehalten. Gucken wir mal, ob diese Unterstützung letztendlich hält. Ethereum 2.500. So, auch hier gehen wir in die Zickzack-Linie mal rein. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long. 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Also sieht das auch hier sehr bullisch aus. Gut, das war kurz ein Überblick. Wir haben die erste Falle platziert und die heißt 15.607. Ab 9 Uhr wird die Vola-Box angezeigt und auch da gehen wir dann rein. Und auch nochmal vom Ablauf. Bis 10:30 Uhr versuche ich den Trade durchlaufen zu lassen. Ich werde ihn nicht stoppen, sondern versuchen dann ihn wirklich bis ins Ziel zu bringen, mit der großen Gefahr, dass wir dann irgendwann mal in unserem Leben in eine Situation kommen, dass wir vielleicht in den Zehnten reinkommen. Ja, ansonsten für alle Klippen, die neu die Boxen traden, geben wir die Empfehlung raus, im fünften Trade zu stoppen. Und dann mit einer Vola-Box den Trade wieder aufzulösen. Okay, das bedeutet 8:43 Uhr. Ich warte dann, bis der Kurs hier in die eine oder andere Box reinläuft und melde mich gleich nochmal.